Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde DC Universe Online. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele die Woche jetzt DC Universe Online, weil ich gestern im Kino war und habe mir Batman vs. Superman oder vs. Superman angeschaut. Und da habe ich halt gedacht, ja, ich spiele mal wieder. Ach, da war ja irgendwie Probleme mit dem Controller zuletzt, ne? Stimmt. Ist alles ein bisschen verdreht. Mensch! Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dann spiele ich meine Runde DC Universe Online. Und da. So. Ja. Wo war ich denn stehen geblieben eigentlich? Ich glaube, ich spiele mit der Statur. Ach, ist auch komplett verdreht. Warte mal. Umgekehrte Kamera. Das vielleicht? Annehmen. Annehmen. Abbrechen. Zurück. Ah, jetzt ist wieder richtig. Ja. Also, dann geht's jetzt mal los. Wo kriegen wir die Queste her? Hilfe! Was ist das da oben? Hey. Nichts drin. Du gehörst keiner Liga an. Okay. Also ich fand, an für sich war der Film ganz gut gewesen. Batman vs. Superman. Am Anfang war sehr viel Gequatsche, was der ein oder andere vielleicht nicht so mag. Ehrlich gesagt, ich bin auch einmal bei eingeschlafen, aber mir war es auch, ich habe die Woche Frühschicht, ich fange von 5 Uhr an bis um 14 Uhr. Dann bin ich danach zum Kumpel gefahren, war gelaufen und sind wir zusammen halt ins Kino gegangen. Der ist gelb. Hat der was? Willkommen beim Zentralknoten des Wachturms. Von hier aus kannst du fast jeden Ort im Wachturm erreichen. Alle drei Flügel, die Postfächer, die Makler, den Monitorraum und den Kriegssaal. Der Wachturm selbst ist von der Erde aus zu sehen und verfügt über zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen, um die Society und die Schurken in Schach zu halten. Jo, auf jeden Fall habe ich mir dann mit meinem Kumpel den Film angeschaut. Bin dabei einmal eingeschlafen. War dann allerdings erst kurz nach 8 bis zu Hause und da war ich so müde, dass ich mich halt nur noch hingelegt habe und gepennt. Deswegen kam gestern kein Film, kein Vlog, kein Gameplay, kein Let's Play, wie auch immer. Und jetzt suche ich gerade hier irgendwie, wo ich eine Quest kriege.
So, dann gehen wir da lang. Mal schauen, wo ich hinkomme. So. Jetzt bin ich hier und gibt's auch keine Quest. Hilfe, was mache ich denn jetzt? Da ist eine Quest. Annehmen. So. Jetzt mal auf Escape drücken. Inventar. Nein. Tagebuch. Dach. Aktivieren. Das ist ja PvP. Aktivieren. Darf er noch was vollständig tragen? Was ist der hier? Ja, vollständig. So, auf jeden Fall schon mal die Quest abgeschlossen. Tagebuch. Anmelde Area 51. Aktivieren. Melde dich schnellstmöglich in Area 51. Sag mir Bescheid, wenn du transportbereit bist. Ich kontaktiere dich, sobald wir in der Lage sind, dich dorthin zu teleportieren. Okay. Da muss ich rein. Ja, Ziel drücken. Ich soll in Area 51 rein. Das war 4 Spieler. So. Warteschlange. Wähle eine Rolle. Ob ich wäre der hier, ne? Schaden. Auswählen. Pick a bride. Um fortzufahren. Wo gibt's denn hier ein Bride? Ach da, Bride. Deine Warteschlange wird bearbeitet. Beeilung.
Beeindruckend. Titanhafter Trenton ist... So. Wo sind wir eigentlich hier? Welche Stadt ist das? Ja, wo gehen wir denn hin? Polizeirevier, Revier. Das ist Gotham City. Polizeidepartement. East End Polizeirevier. Revier, Revier. Und das ist der Turm. Dann gehen wir mal dahin. So, jetzt bin ich wieder in den Turm. Und da ist die Erde. Schlimm, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Da ist Superman, Batman und Wonder Woman. Okay. Gut, dann geht's jetzt mal los hier in der Instanz. Brainiac greift an, um das grüne Kryptonit zu bekommen, das Projekt Cadmus hier in Area 51 erforscht. Das können wir nicht zulassen. Eliminiere Brainiacs Truppen und zerstöre ihre Energiezellen, um Cadmus genug Zeit zu geben, Verstärkung zu holen. Ziel anvisiert. Eine Mission ist gescheitert. Eingeschränkt. Überwältige Ziel. Schaden erlitten. Protokoll Alpha eingeleitet. Major Domus entdeckt Fremdkörper am Treibstofflager. Objekt eliminieren. Ich hoffe, das ist nicht so laut, was ich hier habe. Ergib dich. Selbstzerstörung steht kurz bevor. Deine Mission ist gescheitert. Schaden erlitten. Ergib das dich. Ist der Wille von Brainiac. Energiequelle destabilisiert. Das ist der Wille von Brainiac. Warnung. Deine Mission ist Schädelzerstörung steht kurz bevor. Geringer Schaden. Ergib dich. Warnung! Kritischer Fehler! Cadmus Verstärkung bei meinem Treibstofflager stationiert! Geringer Schaden! Deine Mission ist gescheitert! Der Wille von Brainiac! Energiequelle destabilisiert! Protokoll des Forschungsleiters. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Blei eine gewisse Menge von Kryptonit eingeleitet. Deine Mission ist stabilisiert. Deine Mission ist stabilisiert.
anvisiert. Ist das jetzt alles so hier bei der Instanz? Damit schieße ich. Gut. Okay. Das ist, glaube ich, jetzt der Schaden erlitten. Boah. Überwältige Ziel. Leistung eingeschränkt. Der Wiedereinnahme ihres Vorratsorts für Munition. Wenn die Resistenz zu groß ist, dann nimm die Nervenkerne der Brainiac-Truppen auseinander, nachdem du sie besiegt hast. Das wird ihren Majordomus blenden und weitere Verstärkungen stoppen. Geringer Schaden. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass mir jemand hilft. Leistung eingeschränkt. Protokoll Alpha eingeleitet. Geringer Schaden. Hörst du das? Diese Metallköpfe sind immer noch hinter mir her. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass mir jemand hilft. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Ziel anvisiert. Tja. Schaden erlitten. Ich sehe Sterne! Diese Metallköpfe sind immer noch hinter mir her. Schaden! K.O. So sieht das aus, wenn man stirbt. Majordomus stellt Störung am Munitionsdepot fest. Sicherheitsmaßnahmen in der unmittelbaren Umgebung erhöhen. Ziel angegriffen. Schaden erlitten. Schaden.
Schaden erlitten. Yeah, let's go. Oh mein Gott, jetzt bin ich weg hier. Kack muss Verstärkungen beim Munitionsvorratsort stationiert. Ziel anvisiert. Ah, mein Kopf! Ich sehe Sterne! Er sieht Sterne. Leistung eingeschränkt. Scannerüberschreibung an. Ziel anvisiert. Daten werden hochgeladen. Geringer Schaden. So. Leistung eingeschränkt. Bam, weg ist er. Ziel anvisiert. Ich muss jetzt was hier beschützen. Schaden erlitten. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Schaden erlitten. Schaden. Das läuft. Leistung eingeschränkt. Klasse, ich kann Hilfe brauchen. Ich muss die Munition hier rausbringen. Verteidige mich, während ich diesen Teleporter zum Laufen bringe. Beginne Kampf. Selbstzerstörungssequenz wird eingeleitet. Schaden erlitten. Leistung eingeschränkt. Ich kriege immer nur 2 EP. Das ist aber wenig. Ich kann es nicht erwarten, den Jungs im Labor davon zu erzählen. Danke. Überwältige Ziel. Sicherheit beim Munitionsvorratspunkt wird erhöht. Störquelle wird gesucht. Ich flieg mal hier lang. Was so eine Scheibe drinne? Ah, hier. Da. Erlitten. Protokoll Alpha eingeleitet. Geringer Schaden.
muss Verteidigungssystem in der Kommandozentrale neu starten. Dabei könnten wir einen Vorteil haben. Die Zentrale strahlt eine Unterschallunterbrechungswelle aus, die bei den nahegelegenen Brainiac-Geistesblitzen verheerenden Schaden anrichtet. Schalte ihre Nervenkerne um und du kannst sie zu deinem Vorteil neu starten. Protokoll des Forschungsleiters. Es ist möglich, dass Kryptonit Strahlenschäden beim Menschen verursacht. So, dann geht's mal weiter. Tja. Schaden erlitten. Geringer Schaden. Leistung eingeschränkt. Schon wieder. So, und schnell wieder rüberfliegen. Ziel angegriffen. Greife Feind an. Schaden erlitten. Ziel identifizieren. Einer von uns. Schön. Überwältige Ziel. Neue Anweisung erhalten. Geht's gleich zum nächsten. Ziel anvisiert. Wollen die alle von mir? Hallo? Geringer Schaden. So. Schaden erlitten. Der kaputt, der kaputt. Und, Leistung eingeschränkt. Wieder aufladen beendet. Also die Zerstörungsstrahl wird ja ganz abgefeuert. Cadmus muss Brainiac aus der Gegend vertreiben und das Projekt fortsetzen. Protokoll Alpha eingeleitet.
Schaden. Boah, ich wollte gerade abhauen. Mensch. Nummer 3. Dreimal gestorben. Ich würde gerne wissen, wie lange das noch geht, hier die Instanz. Leistung eingeschränkt. Verbindung zu Brainiac getrennt. Protokoll des Forschungsleiters. Es gibt Hinweise darauf, dass Kryptonit als Energiequelle eingesetzt werden. Signal verloren. Wiederherstellung der Verbindung. Neues Signal hergestellt. Leistung eingeschränkt. Überwältige Ziel. Danke für deine Hilfe. Ich werde zurückgehen und Verstärkung anfordern. Ja. Wie du machst. Neue Anweisung erhalten. Geringer Schaden. Da war auch noch ein neuer Computer. Überwältige Ziel. Eingenommen. Danke für deine Hilfe. Signal ich verloren. Zurückgehen und Verstärkung Wiederherstellung anfordern. Der Verbindung. Neues Signal hergestellt. So. Beginne Kampf. Greife Feind an. Geringer Schaden. Leistung eingeschränkt. Majordomus initiiert Anweisung. Kryptonit-Vorrat wird sofort transportiert. Schaden erlitten. Geringer Schaden. Verteidigungssequenz des Kontrollzentrums aktiviert. Verbindung zu Brainiac getrennt. Oh, da ist noch ein grünes Ausrufezeichen. Protokoll des Forschungsleiters. Unsere Forschung bestätigt, Ziel anvisiert. Dass beträchtliche Schäden bei Kryptonian verursacht. Neue Anweisung erhalten. Oh, wenn alle auf eingehen, das geht ja richtig ab. Schaden erlitten. Signal verloren. Wiederherstellung der Verbindung. Neues Signal hergestellt. Und das Projekt fortsetzen. Identifizieren. Einer
16 Mal. Ziel an. Beginne Kampf. Jetzt. 15. Beginne Kampf. Eine, was ist noch eine? F1. Ist die letzte? Eine fehlt noch. Eine dumme Kanone. Ich finde die letzte Kanone nicht. Verteidigungssequenz des Kontrollzentrums abgeschlossen. Defensivmaßnahmen sind jetzt aktiv. Puh. Geringer Schaden. Schaden erlitten. Le tot. Black Kid King lebt noch. Da komme ich angefliegt. Gut aus mit dem Flügel. Leider ist der Tank rausgegangen. Ach, egal. Neue Anweisung erhalten. Ziel identifizieren. Einer von uns. Verbindung zu Brainiac getrennt. Signal verloren. Wiederherstellung zu Brainiac getrennt. Neues Signal. Ziel angegriffen. Wow. Da wurde ich gerade richtig platt gemacht. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden.
Signal verloren. Wiederherstellung der Verbindung. Neues Signal hergestellt. Sie identifizieren. Einer von uns. Leistung eingeschränkt. Schaden erlitten. Bah. Fliegt doch schneller. Doch. So. Jetzt haben wir gleich die ganzen Kleinen gekillt. Dann kommt jetzt der Große dran. Schaden erlitten. Leistung eingeschränkt. Kryptonit wird transportiert. Anweisung: Kryptonit beschützen. Eindringling eliminieren. 10 angegriffen. Geringer Schaden. Leistung eingeschränkt. Schaden erlitten. Greife Feind an. So. Geringer Schaden. Ziel anvisiert. Sie haben alles zerstört. Geringer Schaden. Die ganzen Neue Ergebnisse Anweisung sind erhalten. Schaden. Tja. Gewaltige Ziel. Leistung eingeschränkt. Wieder aufladen beendet. Zerstörungsstrahl wird abgefeuert. Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht. Glaube ich, beendet gleich die Runde hier. Signal verloren. Wiederherstellung der Verbindung. Neues Signal hergestellt. Beginne Kampf. Schaden erlitten. Ziel identifizieren. Einer von uns.
Geringer Schaden. Leistung eingeschränkt. Gut gemacht. Jetzt kommt der entscheidende Kampf. Genau auf der anderen Seite überwachen Brainiacs Majordomus und seine Akkumulatoren den Transport des Kryptonits auf ihr Schiff. Du solltest dich nicht allein in den Kampf begeben. Wenn die Akkumulatoren besiegt sind und das Kryptonit gesichert ist, wird Oracle den Teleporter des Schiffs hacken und du kannst dann den Majordomus deaktivieren. Oh. Greife Feind an. Schaden erlitten. Also ich sag mal, die Instanzen dauern ja eine richtige Ewigkeit. Was ist das hier für einer? Achso. Reparieren. Alles reparieren. So. Also spielt man hier eigentlich nur das Startgebiet durch und dann nur noch in den Instanzen. Habe ich jetzt irgendwie das Gefühl. Weil für draußen kriege ich ja irgendwie keine Questen mehr. Beginne Kampf! Beginne Kampf! Bleib mal hier, du Sau. Bam! So. Ey, der ist gleich wieder gespawnt. Wie hier? Okay. Schaden erlitten. Geringer Schaden. Oh, bei. Oh, ja. Protokoll des Forschungsleiters. Es gibt eine Reihe von Kryptonit-Isotopen, die man farblich unterscheiden kann. Protokoll Alpha eingeleitet. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Schaden erlitten. Leistung eingeschränkt. Angegriffen. So. Oh oh. Oh oh. Ziel anvisiert. Aber schnell verstecken. Geringer Schaden. Schaden erlitten. Und taut. Was heißt das L? Wieder ab. Habgier.
So, da haben wir ja jetzt, ich glaube, 2 Ports schon freigeschaltet oder zerstört oder wie auch immer. Ach nee, steht. Stimmt ja. Keiner, da steht's ja. Sichern und bergen grünes Kryptonit. Ja, dann muss ich ja noch ein bisschen was machen, wa? Beginne Kampf. So, das einmal Sicherung bergen. Zack. Leistung eingeschränkt. Ah, schön. Dann nehmen wir jetzt mal den hier. Greife Feind an. Gut, dass ich fliegen kann. Drei. Es fehlt noch einer. So. Schaden erlitten. 21. Ah, kommt her hier. Überwältige Ziel. Geringer Schaden. Yeah, Major zerstören, ist er. Jetzt geht's hier aber ganz schnell. Geringer Schaden. Leistung eingeschränkt. Schaden erlitten. Bam. Und da müssen wir reingehen. Major, du musst. Ah, da fehlt noch einer. Jetzt sind alle da. Raketenbeschuss auslösen. Raketenbeschuss auslösen. Mama mia. Schaden erlitten. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Raketensequenz starten. Inventar. Verteidigungssteuerung des Schiffs aktiviert. Feuern. Sieben.
Schaden. Raketenzielerfassung. Raketenzielerfassung. Aua. Wiederaufladen der Eilverteidigung bei 100%. Boah. Halbes Leben mitgerotzt hat der. Ah. Du hast neue Post. So, das ist jetzt der letzte Boss hier. Denke ich mal. Und ich denke, zu dritt schaffen wir den nicht. Warum bin ich eigentlich jetzt ein Tank? Raketensequenz starten! Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Raketenbeschuss auslösen. Raketenzielerfassung. Aktiviere Verteidigungsmaßnahmen des Schiffs. Major zerstören, er ist sicher. Raketenbeschuss auslösen. Raketensequenz starten. Wiederaufladen der Eilverteidigung bei 100%. Raketensequenz starten. Raketenbeschuss auslösen. Ach, Scheiße. Was war Schaden ich hier? Erlitten. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Meine Güte, normal. Raketenzielerfassung.
Verteidigungssteuerung des Schiffs aktiviert. Feuern! Ein bisschen Kreis fliegen. Halbes Leben haben wir schon unter dem Knopf. Raketenbeschuss auslösen! Wieder aufladen beendet. Umschalten zur Eilverteidigung. Wieder aufladen der Eilverteidigung bei 100%. Raketensequenz starten. Raketenzielerfassung. Schaffe mal das! Schaden erlitten. Geringer Schaden. Raketenzielerfassung. Raketensequenz starten! Und wie rein Kreis rennen! Ja! Der Blumzer geht rum, wer sich umdreht oder lacht, wird dem Buckel voll wacht! So! Ich habe es gleich geschafft. Meine erste Instanz. Boah, wie lange spiele ich hier eigentlich schon? Eine Stunde? Raketenbeschuss auslösen! Raketensequenz starten! Systemausfall! Analysieren der Wahrscheinlichkeit. Leben. Ein interessantes Konzept, aber von Grund auf fehlerbehaftet. So wie dieses unbedeutende Staubkorn, dessen einziger Nutzen darin besteht, der Schlüssel zum Multiversum zu sein. Ich habe ganze Galaxien aufgrund ihrer Daten assimiliert und nichts zurückgelassen. Sollen sie ihre Heere ruhig ausbauen? Mit geraubten Kräften, die ihnen in der Zukunft die Niederlage brachten? Können sie letztlich nur scheitern? Ich bin Brainiac. Und die Erde wird mein sein. Brainiac ist nicht an das grüne Kryptonit herangekommen. Wir werden es jetzt im Wachturm aufbewahren, wo es gut bewacht wird. Am meisten Schaden verursacht. Ich werde mich mit Sicherheit wieder mit dir in Kontakt setzen. Martian Manhunter, Ende. Aber am wenigsten Chaos gehauen. Naja, egal. Naja, am wenigsten auch nicht. Der war weniger und der auch. Heilung. Na gut. Gut. Das war mal eine Instanz. Gibt's ja kein Loot. Und jetzt den Standort zurück. Verlasse das Brain-Schiff. Ich verlasse das Schiff.
So. So, ich hab's verlassen. Reportiere dich. Ah, okay. So. Also, ich muss hier auf den letzten Standpunkt gehen. Gut. Also, das war mal eine Instanz. Area 51. Die, glaube ich, jetzt über eine Stunde ging. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr euch alles angeschaut habt. Und ja, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns bis beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.